Ja, mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Zu wenig Ballkontrolle, zu tief gestanden, zu viele Fehlpässe. Haben die Oberhausener ja nahezu eingeladen, dann in die Kontersituation zu gehen. Obwohl wir auch dort schon immer wieder im Ansatz Möglichkeiten hatten, aber die hatten die Oberhausener auch. Das haben wir versucht in der Halbzeit zu korrigieren. Und natürlich auch bedingt durch den frühen Führungstreffer in der zweiten Halbzeit durch Oliver Fink. Da sind natürlich dann alle Dämme gebrochen, wie man so schön sagt, im positiven Sinne für uns. Endlich hat der Finke sich mal getraut, der so viele fußballerische Möglichkeiten hat, auch mal aus der zweiten Reihe abzuziehen, die Entscheidung zu treffen und nicht wieder den Chip in den Strafraum zu spielen. Er hatte ja noch so einen herrlichen Ball mit dem linken Fuß, der oben am Winkel vorbeirauscht. Das sind manchmal so Situationen, die dann dazu führen, dass du auf die Siegerstraße kommst. Danach haben wir das Spiel, denke ich, gut kontrolliert. Das hat auch wie eine Befreiung auf die Mannschaft gewirkt. Elfmeter war für mich auch klar berechtigt. Sodass wir das Spiel dann im Endeffekt natürlich auch dadurch bedingt, dass Oberhausen zuerst einen, dann zwei Mann weniger auf dem Platz hatte, sehr souverän nach Hause gespielt haben, ist für die Mannschaft auch ein wichtiger Sieg. Es war heute nicht nur ein Lokalderby, sondern auch, wenn man sich die Tabelle anschaut, ein ganz wichtiger Sieg für uns, und sodass die zweiten sechs Spiele besser waren als die ersten sechs Spiele, aber das ging ja auch nicht schlechter. Wir haben uns einfach in der Halbzeit vorgenommen, öfter das Tor zu schießen, aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse. Ja gut, dass er natürlich dann hinten gleich einschlägt, so kurz nach der Halbzeit, das ist für mich natürlich super ding. War das ein bisschen Frust aufgrund der ersten Hälfte, weil er so viel dann nicht so ganz funktioniert hat, oder einfach mal drauf? Einfach drauf. Also ich habe gesehen, dass ich ein bisschen Platz nach vorne habe, wenn man den Ball einfach vorgeht. Ich habe in letzter Zeit mir öfter anhören müssen, dass er da hätte öfter schießen sollen, und ja gut, bei der Halbzeit gut klar. Erste Halbzeit war so ein bisschen, weiß ich nicht, schwierig. Also da sind beide Mannschaften, glaube ich, noch nicht so mit dem Boden klargekommen. Super viele Fehler und so ein bisschen alles glitschig. Also das war schon schwer. Also der Platz war schon sehr unangenehm, das muss man sagen. Aber dann, wo wir dann natürlich in 1-0-Führung gehen, dann, wo die rote Karte kommt, dann können wir das natürlich sehr gut und sehr clever runterspielen. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Spielöffner, ne? Dieses ja. Tor vom Fink, oder? Auf jeden Fall. Also da war mehr Sicherheit drin, und dann hat man auch gesehen, wir haben, weiß ich nicht, haben auch nicht mehr so hektisch agiert, sondern haben das Ding schön runtergespielt und auch mal kontrolliert gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt wird es Zeit nachzulegen. Zwei Auswärtsspiele stehen an. Ja, natürlich. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir das jetzt fortführen könnten. Aber dafür müssen wir uns auf jeden Fall wieder sehr am Reben lassen. Das hat der Trainer in der Halbzeit gesagt. Der scheint euch ja komplett heiß gemacht zu haben, so wie ihr rausgekommen seid. Ja gut, das war ja klar. Also, aber da waren wir auch vor dem Spiel, und das brauchen wir auch. Im Moment halt, das war so Gas geben, aber das Tor vom Fingi, das hat natürlich dann sehr gut getan in dem Moment. Revier Sport, die Sportzeitung.